Moin moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir machen wieder weiter mit unserer Transfer to Glory und wir müssen uns jetzt so langsam ein wenig beeilen, denn FIFA 21 steht vor der Tür, da wollen wir dann natürlich auch direkt reinstarten und jetzt aktuell sind wir noch in der niederländischen Liga und ich möchte ganz gerne diese Sprint to Glory, sage ich mal in Anführungsstrichen, auch wie eine Sprint to Glory abschließen und dann am Ende natürlich auch die Champions League gewinnen. Das bedeutet, wir müssen uns hier noch ein wenig verbessern und in dem Zuge kommen wir direkt zu unserem neuen Verein. Ihr habt euch gewünscht, ihr hattet 6 Vereine zur Auswahl, wo wir hinwechseln werden und unser neuer Verein für die kommende Saison kommt aus der französischen Liga und zwar wechseln wir zu Saint-Étienne und ich bin gespannt, wie wir uns dort so einfinden werden, ob wir eventuell sogar schon international dabei sein dürfen, das werden wir alles gleich sehen. Ich werde erstmal die Anfrage raushauen, eigentlich sollten sie die zu 100% annehmen und dann schauen wir mal, wo Étienne hier am Saisonende gelandet ist. Okay, hier sehen wir die tabellarische Position in der letzten Saison. Wir sind auf dem 10. Rang gelandet, 55 Punkte, das wollen wir natürlich, wenn wir hier Trainer sind, übertreffen. Ziel wäre eigentlich so Top 7, Top 6, ich denke, das ist möglich, wenn ihr seht, die Top 5, die hat nochmal ordentlich Abstand, da haben die Mannschaften alle 90 Punkte plus, das ist schon mal richtig extrem, wir sind jetzt aktuell mit 55 Punkten, 4 Punkte hinter Platz 7, 12 Punkte hinter Platz 6, das bedeutet, unser Ziel sollte hier jedem klar sein und damit geht es direkt rein in die neue Saison. Der erste neue Mann, den konnten wir jetzt gerade verpflichten und zwar holen wir ein Talent aus der Premier League von Manchester United. Mason Greenwood wechselt zu uns, das Ganze unter Marktwert sogar. Ich hoffe natürlich jetzt, dass sein Marktwert nicht nach unten gegangen ist. Der ist sogar um 5 Millionen gestiegen. Sein Marktwert war bei 17,5 Millionen. Wir haben 16,7 bezahlt und der Marktwert ist jetzt einfach um 5 Millionen gestiegen. Also Mason Greenwood, der könnte hier wirklich ein Megatalent in diesen Reihen werden und weit über 90 gehen, wenn der vielleicht sich mit dem dynamischen Potenzial noch weiterentwickelt. Schade, dass wir jetzt nur ein Jahr hier in diesem Verein bleiben, weil ansonsten könnten wir Greenwood safe später an irgendeinen Top-Club verkaufen und dann würden die Chancen auf den Champions-League-Titel natürlich nicht schlecht stehen. So sieht dann aktuell unsere erste Elf aus. Ich finde, jetzt ist sie hier relativ ausgeglichen. Wir könnten mal schauen, ob wir vielleicht nochmal einen Außenverteidiger bekommen, der eventuell sogar in die Startelf rutschen würde. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich diese 6, 7 Millionen, die wir jetzt noch übrig haben, es sind 8 Millionen, sogar, glaube ich, erstmal sparen. Außerdem habe ich jetzt hier gerade nochmal einen 18-jährigen ablösefreien Spieler gefunden, hatte aktuell keinen Verein und da habe ich dann gedacht, den nehmen wir einfach mal mit, ist nochmal ein Spieler für die Breite. Sollten wir hier ein paar Spieler verkaufen, hätten wir trotzdem noch junge, talentierte Spieler, die dann erstmal auf der Auswechselbank oder meinetwegen auch auf der Reservebank Platz nehmen können. Jetzt kriegen wir gerade eine Nachricht rein und zwar wurde eine Freigabesumme für Buanga, wenn er so ausgesprochen wird, bezahlt und zwar das Ganze 25,7 Millionen. Und da bin ich ganz ehrlich, da werde ich jetzt nichts gegen machen, ist unser linker Mittelfeldspieler, den werden wir dann halt abgeben, ist dann nun mal so, aber für 25 Millionen können wir uns auf der Position nochmal richtig gut verstärken. Der Wechsel ist dann jetzt durch, Buanga wechselt tatsächlich zum VfL Wolfsburg in die Bundesliga, 25,7 Millionen Euro bezahlen sie und das bedeutet, Verein Nummer 1, der zur Auswahl steht, ist der VfL Wolfsburg, zufälligerweise der allererste Verein, mit dem ich damals auf YouTube mit einer Karriere angefangen habe. Außerdem wechselt jetzt auch noch ein Ersatzspieler auf der linken Mittelfeldposition zu Lille, das Ganze für 8,7 Millionen, aber ich bin der Meinung, am Saisonende der letzten Saison war Lille vor uns und damit könnten wir mit dem Sprung zu Lille nochmal einen Fortschritt in unserer Trainerkarriere machen. Aktuell sind sie punktgleich mit uns, wir haben beide ein Spiel bisher aus den 2 Spielen, die es in der Ligue 1 schon gab, gewonnen. Und wahrscheinlich jetzt gegen Montpellier, denke ich einfach mal, wir haben so viele Spieler jetzt gerade abgegeben, die auf der linken Seite spielen müssten. Ich hätte gedacht, wir verlieren das, wir spielen sogar 1:1, damit haben wir jetzt 4 Punkte aus 3 Spielen. Und unseren neuen linken Mittelfeldspieler haben wir jetzt auch gefunden, zu uns wechselt vom 1. FC Köln, Dominik Szoboszlai.
24,9 Millionen müssen wir für ihn hinblättern. Bei ihm geht der Marktwert auch nach oben. Ansonsten war noch Ryan Sessegnon zur Auswahl. Bei dem war es nachher am Ende dann allerdings deutlich zu teuer. Aber wir haben jetzt einen neuen linken Mittelfeldspieler. 79er Gesamtstärke. Ist jetzt zwar erstmal ein bisschen schwächer als unser alter Spieler. Ich denke aber mal, dass Szoboszlai bis zum Saisonende ebenfalls die 81 erreicht. Und damit würde ich sagen, bisher zwei Auswahlmöglichkeiten für den nächsten Club. Wir starten jetzt erstmal rein. Außer hier ist nochmal ein interessantes Angebot. Und das ist tatsächlich interessant. Atalanta Bergamo. 15,9 Millionen. Hier müssen wir definitiv, wenn wir das Ganze annehmen wollen, mehr rausholen. Über 20 Millionen müssen es dann schon sein. Ich bin mir unsicher, ob sie das jetzt hier annehmen werden oder nicht. Auf jeden Fall wäre da die dritte Option. Und ich muss ganz ehrlich sagen, alle drei Optionen dann bisher mega interessant. Ich hätte wohl doch selber in die Verhandlung reingehen sollen. Ich habe gedacht, in den 7 Stunden oder 8 Stunden, die wir jetzt hier hatten, geht das locker durch. Allerdings, ja, seht selbst, es geht leider nicht mehr durch. Zu Bergamo wäre ich unglaublich gerne gewechselt. Jetzt hier leider Stillstand der Verhandlung. Und wir haben jetzt hier noch eine Trainingsverletzung, allerdings nur für 2 Tage. Das ist recht irrelevant. Ich würde sagen, wir starten rein in die neue Saison und sehen uns jetzt erstmal direkt im Winter am 1.1. wieder und schauen dann auf die Tabelle. Wir sind jetzt am 1. Januar angekommen, schauen rein, wie sieht's aktuell aus, und es sieht nicht schlecht aus. Ich habe ja das Tabellenziel ausgerufen, 6.7. Aktuell sind wir tatsächlich auf dem 6. Platz und ein Club, der uns ja zur neuen Saison haben möchte, Lille, ein Platz vor uns auf Tabellenplatz 5. Also wenn Lille sich anstrengt, könnten sie auf die internationalen Plätze rutschen. Und dann wäre ein Wechsel im nächsten Jahr recht interessant. Wir können ja mal schauen, wie es beim VfL Wolfsburg aussieht. Da könnten wir ja ebenfalls hinwechseln. Okay, da sieht es gar nicht gut aus. Also aktuell wirklich Lille, um ehrlich zu sein, die interessanteste Option. Und jetzt sind wir hier aktuell auf der Zielgeraden bezüglich eines der interessantesten Transfers bisher in dieser Serie zu einem der besten Clubs, die wir bisher hatten. Wir haben jetzt hier nochmal ein Angebot von den Wolves, da gehe ich jetzt erstmal nicht drauf ein, denn ich möchte eigentlich nur, dass jetzt so langsam mal dieses Angebot durchgeht. Es ist eigentlich jetzt schon über eine Woche her, dass ich das letzte Angebot abgegeben habe. Wir gewinnen gegen Monaco, sehr überraschend, und jetzt ist es vielleicht soweit, und zwar wechselt Fernandes, ein Innenverteidiger von uns, zum FC Arsenal, und damit haben wir jetzt die Möglichkeit, in die Premier League zum FC Arsenal zu gehen. Wohl bisher von der Qualität her mit der beste Verein, wenn nicht sogar der beste Verein, den wir haben. Und als neuer Innenverteidiger kommt ein Franzose, und zwar Jean-Claire Todibaud, kommt zu uns. Das Ganze für 14 Millionen an Ablösesumme, hat einen Marktwert von 14,5 Millionen, dazu ein 78er Gesamtrating, damit das nächste Upgrade, ein 77er, hat uns verlassen. Er kommt natürlich in die Startelf rein. Szoboszlai mittlerweile auch schon auf der 81, wie ich angekündigt habe, und damit bin ich eigentlich jetzt ganz zufrieden mit unserem Kader, und ich bin der Meinung, so können wir direkt in die Rückrunde reinstarten. Bezüglich der Umfrage, falls sich der ein oder andere fragt, wo ist die? Es geht nicht mehr oben rechts auf dem i, die befindet sich direkt in der Beschreibung. Unten, wenn ihr die Beschreibung ausklappt, findet ihr die direkt und könnt dort abstimmen. Und dann nehmen wir natürlich immer den Verein, der am meisten Stimmen am Ende bekommen hat. Hier Angebot von Augsburg, bin ich ganz ehrlich, ist auch kein Verein, den ich jetzt hier groß interessant finde, und auch die Ablösesumme spricht mich jetzt nicht unbedingt an. Falls ihr übrigens dieses Video gefällt, lasst liebend gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, es sind jetzt die Abschlussvideos zu FIFA 20. FIFA 21 steht vor der Tür. Solltest du FIFA 21 noch nicht am Start haben, check auch gerne den ersten Link in der Beschreibung aus. Dort kannst du direkt und ohne Mehrkosten FIFA 21 vorbestellen. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt direkt rein in die Rückrunde. Jetzt ist dann die komplette Saison vorbei. Unsere Station bei Saint-Étienne hat ein Ende. Wir schauen nochmal auf das Ergebnis gegen einen unserer potenziellen baldigen Arbeitgeber. Lille schlägt uns mit 3:1. Wir schauen jetzt auf die gesamte Tabelle, und wir sind am Saisonende auf Tabellenplatz 7 gelandet. Und ich möchte jetzt gerne nochmal zum Abschluss die drei Vereine, die zur Auswahl stehen, deren Tabellensituation kurz anschauen, damit wir sehen, was wir bei denen erwarten können. Lille, überraschenderweise auf der 3 gelandet. Richtig stark. Ich glaube, in der letzten Saison haben 5 Teams über 90 Punkte geholt. In dieser Saison einfach nur 2. Aber ihr seht,
mit Lille haben wir eine richtig starke Option schon mal zur Auswahl bei der nächsten Trainerstation. Dann werfen wir mal den Blick auf die Bundesliga. Hier der VfL Wolfsburg leider nur Tabellenplatz 8, damit im nächsten Jahr international nicht dabei. Die letzte Liga, der letzte Club ist dann der FC Arsenal. Die sind in dieser Saison auf dem 6. Tabellenplatz gelandet, hinter Chelsea, Tottenham, Manchester United, Liverpool und City. Also ich bin ganz ehrlich, so mit am schlechtesten von den Clubs oben hat der FC Arsenal abgeschnitten. Danach ist eine etwas größere Lücke, würde ich behaupten, mit 19 Punkten auf die Wolves. Und damit von der Tabelle wirklich am interessantesten, wo wir auch was national reißen können. Das ist, denke ich mal, klar. Internationale Beteiligung haben wir teilweise auch am Start. Stimmt gerne, wie gesagt, jetzt unten in der Beschreibung bei der Umfrage ab. Würde mich mega freuen. Und wie gesagt, wenn dir das Video gefallen hat, lass liebend gerne einen Daumen nach oben da. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das wäre es gewesen von dieser Folge. Nächstes Jahr geht es dann für uns scheinbar noch eine Station weiter nach oben. Noch einen Schritt in unserer Trainerkarriere können wir nach vorne machen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.